Hallo, in meinem ersten Erklärvideo möchte ich heute kurz erläutern, wie man in Active Inspire von Promethean einen Lückentext einfach einfügen kann. Active Inspire selbst bietet auch schon Möglichkeiten, einen Lückentext anzulegen, indem man Container verwendet, aber einen längeren Lückentext mit beispielsweise 10 auszufüllenden Lücken zu erstellen, dauert hier unverhältnismäßig lange. Einfacher geht es, wenn man den Lückentext mit Apps erstellt, zum Beispiel mit Learning Apps oder mit den H5P Apps und diese dann in Active Inspire einfügt. Ich wechsle dazu auf die Seite von H5P und wähle dort My Account aus. Ich bin dort schon registriert und eingeloggt und komme dann hier ganz einfach zum Punkt Create New Content. Dem zu erstellen Lückentext gebe ich einen Titel und als Content Type wähle ich Drag Text. Dann muss ich die Beschreibung ändern. Sie ist standardmäßig auf Englisch. Ich wechsle sie ins Deutsche. Ziehe und dann kann ich hier den Lückentext erstellen. Ich habe schon in Word einen Text vorbereitet, den ich aus der Klexikon kopiert habe. Den füge ich hier ein und die Wörter, die nachher als Lücke erscheinen sollen und dann an die richtige Stelle geschoben werden müssen, die muss ich mit 2 Sternchen markieren am Ende und am Anfang des Wortes. Und das ist es. Das mache ich jetzt beispielhaft mit ein paar Lücken. Und dann kann ich noch einstellen, ob es ein Retry möglich sein soll, ob die Lösungen angezeigt werden sollen und ob das Feedback direkt kommen soll, also wenn ich die Wörter abgelegt habe, oder erst ganz am Ende, wenn ich alle Lücken gefüllt habe. Ich möchte erst am Ende haben, wenn ich alle Lücken gefüllt habe. Wenn ich möchte, kann ich hier noch die ganzen englischen Texte, die im Video oder in der App angezeigt werden, dass ich die ins Deutsche übersetze. Das mache ich jetzt nicht mit allen Texten. Und hier kann ich noch als letztes einstellen, ob unter der App noch ein paar Dinge angezeigt werden sollen. Das lasse ich in diesem Fall anzeigen, aus dem Grund, weil ich diesen Embed-Button, also den Button, um das Ganze einbinden zu können, dringend brauche, um es dann in Active Inspire zu verwenden. Ich klicke auf Save und dann wird mir schon die fertige App angezeigt und man sieht hier den Lückentext, wo ich dann die Wörter reinziehen kann. Und wenn ich alle Wörter reingezogen habe, kann ich das Ganze mit Prüfen überprüfen lassen und ich sehe, ich habe alle Lücken falsch gefüllt und kann wiederholen klicken, um es dann noch einmal zu probieren. So, und genau diese Übung möchte ich jetzt in mein Active Inspire Tafelbild einfügen, um das zum Beispiel als Stundeneinstieg zu nutzen, um das, was in der letzten Stunde gelernt wurde, noch einmal zu wiederholen. Hier unten drunter gibt es den Button Embed. Und da wähle ich jetzt einfach, wird ein Code angezeigt, den ich kopieren muss, um ihn dann in Active Inspire einzufügen. Hier kann ich noch die Größe einstellen, die das einzubettende Element haben soll. Ich lasse das jetzt erstmal so, wie es ist, kopiere den ganzen Code rüber, wechsle dann in Active Inspire. Ich habe jetzt hier bei Active Inspire die Primary-Ansicht, also für Grundschulen. Allerdings ist es in der Studio-Version, also der für Erwachsene, an der gleichen Stelle zu finden, die Option zum Einfügen. Man klickt auf Einfügen, Verknüpfung, eingebettetes HTML, kopiert den HTML-Code, den ich eben kopiert habe, hier herein, klicke auf OK und die Lückentextübung ist drin und ich kann jetzt hier genauso die Wörter reinziehen, kann auf Prüfen klicken und habe das Ganze in meinem Tafelbild drin, um es dann im Unterricht verwenden zu können. Und auf die gleiche Weise kann ich im Übrigen auch Apps von Learning Apps reinkopieren. Ich
wähle jetzt einfach ganz blind eine von meinen Apps, die ich erstellt habe, zum Umwandeln von Längen beispielsweise. Hier finde ich auch unterhalb der App einen Einbettencode, der angezeigt wird. Den kopiere ich komplett daraus, gehe wieder zu Active Inspire zurück, einfügen, Verknüpfung, eingebettete HTML, füge den Code ein und habe auch diese App, die dann entsprechend passend angezeigt wird und kann sie dann hier auch nutzen. Das heißt, 12,8 Kilometer sind 12 Kilometer und 800 Meter. Ich muss immer die Lücken lassen, sonst wird es nicht richtig erkannt. Und ja, wenn ich jetzt alle Lücken gefüllt hätte, dann würde angezeigt, ob das Ganze richtig gelöst wird. Das war's schon. Ich hoffe, es war verständlich. Wenn Fragen sind, gerne in den Kommentaren oder Twitter. Ich bin der @Wingenberger. Und dann würde ich sagen, vielleicht bis zum nächsten Tutorial. Thank you.